Taugt diese Halloween-Maske für 50 Euro was? Schauen wir mal. Hallo, hier ist der Marc von Marcos Welt. Trick or Treat Studios hat ihre neue Halloween 2-Maske rausgebracht. Ich bin mir nicht sicher, wann genau der Wechsel vollzogen wurde, aber das hier ist die bisherige Trick or Treat Studios-Maske gewesen. Ich habe ein eigenes Video gemacht, gerade auch über die Größe im Vergleich zu der Captain Kirk, William Shatner-Maske von Trick or Treat Studios. Die sind alle von Trick or Treat. Und schaut euch das mal an. Das Video zum Größenvergleich ist unten verlinkt. Ich verlinke euch auch gleich das Video zum ultimativen Maskenvergleich, wo ich letztes Jahr mir mal einfach alle Masken, die ich so da hatte, zum damaligen Zeitpunkt genommen habe und verglichen und auch was zur Größe sage. Und jetzt mal vorweg, die Maske hier hat etwa dieselbe Dimension. Die sind unglaublich breit und hoch. Man muss mit einer Kopfgröße von 58 Zentimeter tatsächlich eine Strickmütze drunter tragen. Ihr wisst schon, eine, wo man halt irgendwie auch die Enden nochmal umkrempelt nach oben, damit die wirklich gut sitzt. Was wiederum bedeutet, dass das eine Maske ist, die sich vielleicht Leute auch nur hinstellen wollen. Macht ja nichts. Jedenfalls, wenn ich die anhabe, sitzen mir die Augen tatsächlich nicht genau auf der Höhe der Augenlöcher. So, das geht nur, wenn ich mir die ein Stückchen nach oben polstere. Ansonsten sitzt sie zu tief. Das heißt, man sieht was um meine Augenpartie herum. Ich gucke ständig so schräg nach unten. Ich zeige es euch auch gleich mal. Aber hier einmal in die Kamera gehalten. Sie ist cremefarben und nicht rein weiß mit dem Hals, der dann auch tatsächlich überall den Hautton hat. Der Hautton ist hier viel besser getroffen und realistischer, als er bei der Shatner-Maske ist. Die ist wirklich eine Frechheit. Gut, dass sie die nicht mehr herstellen. Schade, dass es keine anständige Nachfolgeversion gibt. Und besser auch als bei der hier. Noch mal gerade gucken. Ja, sie hat auch noch den Einstich. Der Einstich ist aber hier bei der alten besser gewesen als da. Ich habe das Trick-or-Treat-Schildchen noch dran. Da stehen übrigens auch die ganzen Pflegehinweise drin. Und wer die nicht pflegt, der hat auch von seiner Maske nicht lange etwas. Hier habe ich mal ein extra Video gemacht zum Thema Pflege von Latex, Silikon- und Schaumlatexmasken. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut euch gerne mal durch. Übrigens, guckt auch mal in meine Playlist Michael Myers bzw. Halloween. Da findet ihr vielleicht auch noch ein paar Kostümteile oder Tipps zu dem Kostüm rundum. Und jetzt einfach mal, wie sieht's denn an mir aus? Ihr wisst, ich ziehe normalerweise Morphmasken drunter. Jetzt möchte ich aber explizit, dass ihr seht, dass das nicht auf meiner Augenhöhe ist. Wo kriege ich Morphmasken her? Leute, selber groß. Was passiert denn, wenn man das unter Google eingibt? Ich kriege immer wieder die absonderlichsten Fragen, die einfach Google schon beantwortet. Ja? So, ihr seht schon, wie riesig die ist, wenn man den Halsausschnitt wirklich ohne Problem so rüberkriegt. Also eine enge Maske, da hast du sie dann ungefähr hier sitzen und musst ab da selber runterarbeiten. Das spricht also schon für die Größe. Was ich definitiv täte, ist mir die hinten noch schließen, dass sie so sitzt. So. Meine Augen sind da und nicht hier. Natürlich kann man sich die Maske so ein bisschen nach oben schieben, dann sitzt aber dein Kinn nicht mehr auf dem Kinn der Maske und das ist natürlich auch nichts. Ja, entscheidet ihr, ob ihr die cooler findet oder euch über den Sekundärmarkt, wenn ihr eine besorgen wollt, euch die holt. Mein persönlicher Tipp wäre tatsächlich gewesen, sich selber eine aus einer Kirk herzustellen, aber die Möglichkeit ist nicht mehr gegeben. Ja, wo sie seit 2022 nicht mehr hergestellt wird, aber irgendwas ist ja immer. Und mir gefällt sie ganz gut. Ich überlege, ob ich mal wirklich, ich glaube, ich mache mal einen Short darüber, wie das aussieht, wenn ich eine Strickmütze drunter trage und eine Morphmaske. Ansonsten könnt ihr jetzt entscheiden, welche von den Masken euch am besten gefällt. Vielleicht ist es ja auch keine von all denen hier. Und dann ist aber auf jeden Fall, wenn ihr euch für eine andere entschieden habt oder diese hier, Cosplay, was ihr draus macht.